Hallo und herzlich willkommen hier bei Levis Card 12.10. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit WWE 2K19 für die PlayStation 4. Das Game gibt es übrigens auch für die Xbox One und für Switch, glaube ich auch, ja. Das ist der neueste Ableger dieser wunderbaren Wrestling-Reihe für Fans von Wrestling. Ist es das Einzige, was man eigentlich zocken kann, Freunde. Auf dem Cover sehen wir hier AJ Styles, der amtierende, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr amtierende WWE Champion. Da habe ich neulich gesehen, dass der irgendwie entgürtelt wurde von dem Yes-Typen da. Naja, auf jeden Fall haben wir hier enthält Rey Mysterio und Ronda Rousey Pack ist enthalten. Wie jedes Jahr bringt 2K uns dieses wunderbare Spiel. Ja, das Game wird natürlich an meinen Bro gehen. Der ist der totale Fan davon. Der zockt das, der suchtet das, besser gesagt. Und der wartet schon drauf, Freunde. Für mich sieht jedes Jahr WWE-Spiele immer gleich aus. Naja. Vielleicht von der Grafik her vielleicht ein bisschen besser. Aber ansonsten unterscheiden sich, also für meine Begriffe, die Spiele nicht so großartig. Was immer bleibt, ist immer diese Beschreibung, Freunde. Die ist natürlich heftig. Fangen wir mal an. Atemberaubende Grafiken. Stürz dich mitten ins Geschehen und erlebe umwerfende Grafiken, Adrenalin getränkte Spannung und tausende neuer Animationen für ein WWE-Erlebnis auf nie gekanntem Niveau. Ja, hört sich schon mal gut an. Meine Karriere. Erlebe alles entscheidende Matches, labere deine Gegner an die Wand und nimm die Karriere deines Mainspielers in die Hand, um die beste Strategie zu finden und zu unsterblichen Ruhm in der WWE aufzusteigen. Dank einer eigenen geschriebenen Story mit dem Originalstimmen der WWE Superstars bietet WWE 2K19 die bis dato beste meine Karriere. Ja, Originalstimmen sind natürlich immer gut. Showcase-Modus ist zurück mit Daniel Bryan. Genau, so hieß der Typ. Yes, yes, yes. Erlebe den unglaublichen Weg des WWE Superstars noch einmal. Erzähl von Daniel Bryan höchstpersönlich, von seinen Karrierehöhepunkten im Main Event von WrestleMania 30 über seinen herzzerreißenden Rücktritt bis hin zu seiner triumphalen Rückkehr 2018. Schließe Ziele ab, um spielbare Charaktere, Kleidung und Arenen freizuschalten. Ja, das ist eine gute Motivation. Und der Yes-Yes-Typ. Neue Modus. 2K-Türme. Ein völlig neues Spielerlebnis bietet der brandneue Modus 2K-Türme. Betritt mit deinem Lieblings-WWE-Superstar und deinem Mainspieler einen der Türme und gehe durch die Fegefeuer von Matches, das dich mit kolossalen Herausforderungen, unfassbaren Siegbedingungen, unerhörten Regeländerungen und einem dynamischen Schwierigkeitsgrad konfrontiert. Präsentiert auf eine Art, die es noch nie zuvor in WWE 2K gab. Okay. Und dann gewaltiges spielbares Roster. Das Roster von WWE 2K19 ist das größte aller Zeiten und bietet eine immense Auswahl an WWE Superstars, Legenden und Hall of Famern sowie eine NXT-Favoriten. Spiele eine der aktuellen WWE Superstars wie AJ Styles, Brock Lesnar, Seth Rollins, Braun Strowman und Shinsuke Nakamura, der Japaner ist das, ne? Oder steige als eine Legende in den Ring wie Stone Cold Steve Austin, The Rock, Andre the Giant und viele weitere. Mit über 200 spielbaren WWE Superstars kannst du beinahe unendlich viele Traummatches veranstalten. Ja. Ich persönlich würde natürlich eher die Legenden bevorzugen, Freunde, weil ich mich da besser auskenne als die neueren Superstars.
Aber hier sehen wir John Cena. Ich finde, dass John Cena mal cool gekleidet ist mit dem Cappy in Neongrün, sein T-Shirt. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und hier ist Daniel Bryant mit dem langen Bart, Freunde. 1 bis 4 Spieler. Online kann man 2 bis 6 Spieler zocken. Mindestens 50 GB DualShock 4 Vibrationsfunktion. Die ganzen HD-Videoformate PlayStation Vita und PlayStation Pro wird unterstützt. Texte sind in Deutsch, Stimmen sind in Englisch, also amerikanisch besser gesagt, und Handbuch ist in Deutsch. Jo, never say never. Hier ist noch so ein Aufkleber, Million Dollar Challenge Regeln. Da kann man irgendwo, glaube ich, teilnehmen. Boah. Okay. So, dann packen wir das Ganze mal aus hier. Was uns 2K dieses Jahr so bringt. Na. Da muss die Schere ran. Zum Glück habe ich die in der Nähe. So, zack. Da haben wir das gute Stück. Und ich schaue natürlich mal rein, da es, denke ich mal, ein Code drin gibt. Riecht frisch nach Games, Freunde. Ich sortiere mal ganz kurz, Freunde. So, hier hinter ist der Code zu Rey Mysterio und dieser guten Diva Rhodey, ja. Und der Code ist, glaube ich, ein Jahr gültig, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Ist ja so Oktober rausgekommen, Freunde, letzten Monat. Und da kann man den Code noch einlösen. Also Rey Mysterio und Ronda Rousey Pack. So, dann haben wir hier noch so eine Werbung zu Supercard Season 4. Extra Bonus. WWE spielt für Mobilgeräte. Und dann haben wir hier Werbung zu WWE DVDs bzw. Blu-rays, Super Showdown, Greatest Royal Rumble. Ich glaube, das wurde hier in Australien gemacht. Das wurde auch im Ausland in Saudi-Arabien gemacht. Diese Veranstaltung, Kingdom of Saudi Arabia, der größte Royal Rumble, den es bisher gab, und SummerSlam, das aktuelle, wunderbar. Und dann haben wir hier noch ein 3-DVD-Set, gibt es zu verschiedenen Wrestlern, AJ Styles, Most Phenomenal Matches, ab 9. November erhältlich. Jo, Leute, was haben wir hier noch? So ein, ja, was ist das hier? Wie immer so ein kleines Blättchen. Leider keine Bilder drin, aber das Logo von WWE 2K19. So, Freunde des guten Geschmackes und des gepflegten Wrestling-Sportes. Die werde ich erstmal hier reinlegen. Und so sieht übrigens die Disc aus. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Nur das Logo drauf, kein Wrestler oder sowas. So, das war das Unboxing zu WWE 2K19. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne schreiben, welches euer Lieblingswrestler ist im Spiel. Ich würde mich freuen. Ich sage bis demnächst. Bye. Bye.